Der Optimismus an den Finanzmärkten scheint dieser Tage grenzenlos zu sein. Die großen Börsen der Welt sind auf Rekordkurs und auch der Max Otte Multiple Opportunities Fund stand zum Jahresende auf einem Allzeithoch. Ein Fonds, der unseren Gästen sehr, sehr wichtig ist. Kronjuwel habe ich im Vorgespräch gehört. Speziell was Besonderes und genau das wollen wir nachfragen. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Rück- und Ausblick mit Professor Dr. Max Otte und Alan Galecki. Er ist Analyst bei der PI Privatinvestor Kapital. Anlage GmbH. Meine Herren, danke für Ihre Zeit. Ja, die Welt, Herr Otte, steht aktuell nicht nur vor, sondern befindet sich mittendrin in der größten Rezession seit rund 100 Jahren. Corona sorgt für drastisch fallende Umsätze bei Umsatz und Gewinnen der Unternehmen. Und dennoch, ich habe es eingangs gesagt, sind die Börsen auf Allzeithoch. Wie erklären Sie den Anlegern diese scheinbare Diskrepanz? Ja, wir haben es ja genutzt und der Fonds ist ja auf dem Allzeithoch, weil immer mehr Anleger merken, dass Geldwerte, also das Geld auf dem Konto oder auch die Lebensversicherung vielleicht nicht die beste Kapitalanlage sind. Das erste, wo man das merkte, waren die Immobilien, auch im letzten Jahr. Die Wirtschaft geht runter. Die Immobilien in Deutschland haben ihren höchsten Preisanstieg seit 5 Jahren. Das ist schon etwas paradox, aber wenn man das im Hinterkopf hat, dass also der Run auf Sachwerte bei immer billigerem Geld, billigeren Krediten so langsam so wirklich anfängt, dann sieht man, wo die Dynamik herkommt. Und das ist sicherlich eine ganz wichtige Dynamik. Und dann sind es, bauen wir die Wirtschaft gerade um Richtung digital. Das hat zwar gravierende gesellschaftliche und auch juristische Probleme, aber die wollen wir hier nicht anschneiden, sonst geht halt um das Investieren in dieser Phase. Und da in solchen Zeiten großen Umbruchs gibt es immer neue Geschäftsmodelle. Und wenn man da die richtigen hat, die auch nachhaltig sind, dann kann man natürlich von so einem Umbruch profitieren. Und das tun wir. Ich höre immer wieder als Begründung auch, warum die Börsen so weit vorne stehen. Naja, die Börsen schauen halt 6 bis 9 Monate voraus. Und da muss ich persönlich immer schmunzeln, weil ich es nicht ganz verstehe. Weil wenn ich mir einzelne Unternehmen anschaue, ich greife jetzt mal Fraport raus, zugegeben besonders gebeutelt, aber Fraport hat Passagierzahlen im Jahr 2020 gemeldet, die dem Niveau von 1984 entsprechen. Da sind wir meilenweit von entfernt, 6 bis 9 Monate vorauszuschauen. Wie erklären Sie sich die Zusammenhänge, Herr Otte? Wir gucken auch nicht auf diese 6 bis 9 Monate. Wir schauen, wie nachhaltig ist ein Unternehmen, verdient das Geld. Also man könnte ja bei einem ganz niedrigen Kurs durchaus bei Fraport einsteigen. Wir haben uns das nicht angeschaut, denn geflogen wird weiter, wenn auch deutlich weniger. Man muss sich das genau anschauen. Also auch Fraport, auch bei Fraport gibt es einen Preis der Aktie, wo wir sagen würden, da wird sie attraktiv. Also wir gucken dann eher auf den Preis, weil die eben kurzfristig, da wird gar nichts vorausgeschaut. Die sind irrational, da ist Gier und Furcht. Sie kennen das nach 30 Jahren Börse. Da sind wir ungefähr gleich lang drin in dem Geschäft, ich vielleicht noch ein paar Jahre länger. Also die Börsen haben panisch reagiert, als Corona kam, -50% im DAX oder auch in großen Indizes. Das haben wir noch nie gehabt innerhalb von 6 Wochen. Das ist wirklich ein Einbruch, wie es ihn nie gab. Und in derselben Zeit haben sie sich wiederholt. Völlig, völlig panisch und wir haben zugegriffen in dieser Abschwungphase und das hat sich sehr gut ausgezahlt. Aber letztlich gucken wir auf Unternehmen, die langfristig durch die strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft, also weg von Old Economy, weg von Real Assets, also Vermögenswerte, große Bilanzen hin zu agilen Geschäftsmodellen, internetbasierten Geschäftsmodellen. Da gibt es viele Unternehmen, die langfristig Potenzial haben und in die investieren wir. Und die gucken wir uns genauer an mit Herrn Galecki. Was sind denn aktuell die größten Positionen im Fonds? Neben unserer Cashquote, die wir als Sicherheitspolster immer an Bord haben, sind wir mit der Zur Rose Gruppe, die Versandapotheke aus der Schweiz, sehr erfolgreich unterwegs. Zum Jahresende hatten wir 13,5% unseres Fondsvolumens in diese Aktie investiert. Und wir sind weiter zuversichtlich, dass es da auch gut laufen wird. Dann haben wir noch einen weiteren Titel mit der Flow Traders drin, die bei knapp 10% Gewichtung war. Das ist unsere Position quasi für die heißen Phasen. Denn dieses Unternehmen als Market Maker, also als Kurssteller quasi für ETFs, profitiert besonders in den Phasen, wo die Börsen massiv runtergehen, weil einerseits das Handelsvolumen ansteigt und in dieser Spirale, wo die unerfahrenen Anleger in Panik geraten und alles auf den Markt schmeißen, gehen auch die Spreads noch hoch. Das heißt, der Unterschied zwischen An- und Verkaufskursen, was für so ein Unternehmen, welches diese Kurse eben stellt und es geschafft hat, an jedem einzelnen Tag profitabel zu sein und das Geschäft aufrechtzuerhalten, natürlich hervorragend ist. Sie haben das Jahr 2020 auch genutzt, um den Fonds in der Struktur umzubauen. Was ist passiert? Genau, das ist richtig. Wir haben uns dazu entschlossen, den Fonds deutlich schlanker aufzustellen
Unternehmen, die wenig Visibilität bieten in der Geschäftsentwicklung, konsequent rauszuwerfen. Also als Beispiel, wir hatten ja eben die Fraport kurz thematisiert. Wir haben uns von der Lufthansa auch schon was vorher getrennt, weil die Situation jetzt eine ganz andere ist. Vorher hatten wir die Investmentthese, dass die Lufthansa den europäischen Markt konsolidieren wird als einer der größten Spieler. Und das funktioniert nun mal nicht mehr, weil jetzt aktuell völlig unklar ist, wann wieder in welchem Umfang geflogen wird, wann wieder die Vorkrisenniveaus erreicht werden. Das ist nicht prognostizierbar, deswegen haben wir da beispielsweise einen Strich drunter gemacht. Und insgesamt sind wir jetzt von knapp 30 Einzelpositionen, haben wir uns ungefähr halbiert. Ja, und war das Chuzpe, in diesen Turbulenzen diesen Umbau anzudenken, oder kam das schon vorher, war das ein längerer Prozess? Also wir haben vorher schon angedacht, natürlich brauchen Sie Mut dafür, aber das ist genau das Besondere an diesem Fonds. Wir können Positionen bis 20% eingehen und physisches Gold machen und Silber, also das ist das Besondere. Und er ist in Liechtenstein, damit im sehr sicheren Land. Und diese großen Positionen, da muss man schon wissen, was man tut. Und die Zur Rose ist ja mittlerweile, läuft sie auf die 20% in der Gewichtung zu. Dann müssen wir auch abbauen. Wir können natürlich so einer Position viel mehr Raum geben zu atmen. Und damit sind natürlich viel schönere Kursgewinne auch drin, als wenn Sie Ihre Positionen früher kappen müssen, wie in einem großen Publikumsfonds. Das ist also einer der Vorteile. Aber man muss wissen, was man tut, und man muss auch den Mut haben, es zu tun. Und Sie haben gerade schon die physischen Edelmetalle angesprochen. Eine Besonderheit auch im Fonds, Herr Galecki, Gold und Silber physisch. Das kommt sicherlich einiges zusammen, gerade bei Silber. Was ist die Motivation, diesen Edelmetallanteil reinzunehmen? Und vor allem, wo liegt der aktuell, dieser Anteil? Also der Anteil für Gold und Silber kombiniert liegt bei rund 10%, auch ungefähr halb-halb aufgeteilt. Mhm. Wie Sie sagen, Herr Franek, wir dürfen physische Edelmetalle halten. In vielen inländischen Publikumsfonds ist es ja so, dass dann sich irgendwelche Zertifikate darin verstecken und die dann aber auch mit der Überschrift Gold tituliert werden. Da muss man genau zwischen den Zeilen lesen. Wir haben tatsächlich die Barren und wir haben uns entschlossen, in der Krise erstmal ganz stark in Silber zu investieren. Der Hintergrund ist, dass das Gold-Silber-Verhältnis, also im Grunde, man schaut sich an, also von einer Unze Gold habe ich eine gewisse Kaufkraft und wie viele Unzen Silber kann ich mir davon kaufen? Und bei dieser Frage war es so, dass das Verhältnis zu Gunsten von Silber quasi sehr schlecht dastand. Also man konnte sich über 120 Unzen Silber von einer Unze Gold kaufen, zum Hochpunkt der Krise. Und da so ein Verhältnis hat es noch nie gegeben, bei weitem nicht. Das war eine extreme Überreaktion nach oben, die sich mittlerweile auch schon deutlich abgebaut hat. Und unser Investment in Silber hat sich auf jeden Fall als sehr erfolgreich erwiesen. Zusätzlich haben wir auch festgestellt und bei unseren Recherchen gesehen, dass bei vielen Silberproduzenten die Ausbeute im Grunde sehr stark eingebrochen ist, weil die hatten auch ihre Maßnahmen einzuhalten und konnten entsprechend nicht in vollem Umfang fördern. Gleichzeitig steigt aber mit den politischen Programmen die Nachfrage nach Silber. Also wir wussten ja vorher schon, dass Silber beispielsweise in der Medizin verwendet wird, in der Elektrotechnik, das ist nichts Neues. Aber bei Photovoltaikanlagen, bei Elektroautos, bei diesen ganzen neu aufkommenden Trends wird auch Silber benötigt aufgrund seiner physischen Eigenschaften. Und im Grunde höhere Nachfrage, geringeres Angebot ist eigentlich ein sehr gut berechenbares Szenario. Grünes Edelmetall habe ich neulich gelesen und gehört. Soweit ging da ein Experte, Herr Otte. In der Tat, wir haben enorme Nachfrage gesehen nach Gold und Silber im Jahr 2020 und das Angebot war faktisch nicht da. Also Menschen waren bereit, große Aufpreise zu zahlen. War das eine Sondersituation oder glauben Sie, dass sich das, was wir aktuell auch erleben mit der Wirtschaft, mit dem Run auf Sachwerte, den Sie vorhin auch schon erklärt haben, dass sich auch Gold und Silber vor dem Hintergrund weiterhin positiv entwickeln werden? Oder ist die Konsolidierung, die wir gerade sehen bei den Edelmetallen, der Beginn einer neuen Sauren-Gurken-Zeit? Glaube ich nicht. Also natürlich wissen wir das erst hinterher, aber wenn man schon sieht, wie panisch die Regierungen und die Medien, also die großen Medien, auf Gold einschlagen. Also bei einem Leitmedium habe ich gelesen, Gold ist der Reichsbürger der Kapitalanlage, in die Tonne mit dem nutzlosen Zeug. Das hat ein Finanzjournalist geschrieben, den ich durchaus kenne. Und das heißt, die Regierungen haben vor Edelmetallen Sorge, weil es natürlich Geldersatz ist und weil es ihre Pläne durchkreuzen kann. Gerade deswegen wird es auch neben der industriellen Nachfrage für Silber, wird es auch für beide Edelmetalle Nachfrage als Geldersatz geben. Russland ist mittlerweile, hält mehr Gold als Dollars. Das ist auch gerade vor ein paar Wochen passiert. Also da gibt es historische Trends. Und wenn man jetzt schaut, wenn man die Realzinsen mit dem Goldpreis vergleicht, also Gold ist ein guter
Hedge gegen negative Realzinsen. Was sind negative Realzinsen? Sind realer Wertverlust. Also entweder zum Beispiel 4% Negativzinsen, aber auch wie 1980 8% Zinsen und 12% Inflation. Da haben sie auch 4% Wertverlust. Und da wir sind im Moment bei negativen Realzinsen von 1-2%, je wie man es rechnet. So, und wenn das noch weiter in den Keller geht, hat Gold also aus unserer Sicht auf jeden Fall Potenzial bis $3.200 die Unze. Auch das sind natürlich nur so Anhaltspunkte, aber wir bleiben dabei. Also wir denken, dass es ein guter Anker für das Portfolio ist oder ein gutes Fundament auch, worüber dann die Wachstumswerte ihr Potenzial ausspielen können. Ja, und Gold ist Geld, heißt es immer so schön auch. Und Geld führt mich zum Thema Liquidität. Der Fonds hat ca. 20% des Volumens in Cash angelegt. Wo sehen Sie aktuell Risiken, Herr Otte, für die Märkte, für den Fonds, für die Anleger? Wofür halten Sie dieses Pulver trocken? Nun haben wir die schöne Situation gehabt, dass neue Mittel hineingeflossen sind, weil der Fonds bekannt wird. Und das haben wir zum Teil nicht sofort angelegt, denn wir wissen, der Markt bricht auch mal wieder etwas ein und dann können wir zuschlagen. Wir warten dann auch mal geduldig. Wenn es jetzt läuft, springen wir nicht mit allem noch drauf. Also wenn jetzt neue Mittel dazugekommen sind, da können die auch mal ein halbes Jahr liegen. Wenn wir nachher 20% billiger einige Titel bekommen können, dann machen wir das gerne. Die Geduld haben wir. Also wir haben uns eher für einzelne Titel, die wir kennen, Marken gesetzt, Preise in der Korrektur, wo wir reingehen. Das beobachten wir und dann warten wir geduldig. Ich habe auch geduldig zugehört und wir Anleger hoffen auf geduldige und anhaltende Gewinne im Fonds. Herr Otte, Herr Galecki, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Viel Erfolg für 2021. Vielen Dank.